So, guten Tag. Mein Name ist Kerstin Kreuzländer. Ich stelle jetzt heute einmal die politischen Güterhunde vor. Wir haben hier von rechts angefangen, drei Border Collies. Und zwar eine Border Collie. Die sieht etwas anders aus, die ist weiß überzeichnet. Die kommt aus einer reinen Güterarbeitslinie und ist über den VDH gezogen. Aber auch da passiert das eben manchmal, dass sie eine Fehlfarbe haben. Dann haben wir daneben einen sehr hübschen jungen Rüden, das ist unser Choi. Choi ist auch über den VDH gezogen und läuft bei uns im Sport. Unsere Hunde sind ja sehr engagierte Hunde, das heißt, sie sind vielseitig einsetzbar. Die Border Collies arbeiten ganz viele noch an den Schafen, aber sie sind auch sehr aktiv im Sportbereich. Wie man in der Halle nebenan sieht, sind sie sehr aktiv in Agility, aber auch als Zughunde werden sie sehr gerne genommen. Teilweise werden sie in der Therapiehundearbeit verwendet. Ja, und sind eben sehr nette, angenehme Begleiter, wenn sie denn eine Aufgabe haben. Hier neben mir ist noch meine Raisa. Das ist so der Standard-Border-Collie, wie die meisten ihn kennen, eben in Schwarz-Weiß. Ja, aber wir wollten euch ja heute auch mal zeigen, dass es die nicht nur in Schwarz-Weiß-Standard gibt, deswegen haben wir unsere anderen gemacht. So, dann von der Rasse Border Collie, wenn ihr da noch Fragen habt, wir haben ja auch vorne unseren Stand und da würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr uns einmal besucht. Und da können wir dann auch nähere Infos über die Arbeit der Hunde geben und welche Rasse der politischen Hütehunde auch interessant wäre für vielleicht einen Menschen. So, neben mir steht unsere Ulrike. Ulrike hat zwei Shakys dabei. Shetties sind sogenannte Shetland Sheepdogs. Auch diese Hunde können heute noch an den Schafen arbeiten, werden aber meistens auch ganz viel im Sport eingesetzt, auch wieder in der Therapiehundearbeit. Und Shetties durch ihre Größe auch sehr angenehm in der Familie und eben auch in der Therapiehundegeschichte. So, daneben haben wir unsere Birrit Collies. Und zwar haben wir da einmal die Birrit Collie Bündel, die dann auch ein klein bisschen kleiner ist wie der Rüde. Das ist jetzt unsere Pearl. Pearl ist auch ein Hund, die nicht übermäßig langes Fell hat. Auch in der Birrit Collie Zucht gibt es eben noch langhaarigere Hunde oder es gibt eben diese etwas kurzhaarigere Hunde. Hier bei denen, hier den Collies, handelt es sich auch um Collies, die arbeiten. Also alle beiden Hunde laufen aktiv im Agility. Der eine, der läuft im Rallye ordiniert. Entschuldigung, die Familie laufen von mir. Die Kleine läuft noch aktiv im Agility, der wurde im Rallye ordiniert. So, und eben in dieser Geschichte sind wirklich diese praktischen Hütehunde sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Und wir haben auch noch andere Rassen, außer die Border Collies, die Shetties und die Birrit Collies. Leider stehen unsere Collies gerade alle im Ring. Collie Langer und Collie Kurzhaar wird gerade gerichtet. Und auch die Korgis sind noch im Ring. Deswegen können wir jetzt unsere Präsentation leider nicht so groß halten, weil alle sozusagen gerade im Ring stehen. Wenn ihr aber Fragen habt, auch über Züchter unserer Landesgruppe, über unsere Hunde, alle Fragen rund um die britischen Hütehunde werden vorne am Stand gerne beantwortet. Da gibt es auch Infos über Züchter jeglicher Rassen, die ihr dann eben auch gerne euch einmal durchgucken könnt. So, damit gebe ich das Mikrofon einmal wieder zurück und bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank. Dann drehen wir noch mal eine Runde, damit wir die Leute alle noch mal in Bewegung sehen. Und
dann geht es hier gleich weiter mit dem deutschen Schäferhund.